Alle kennen wir inzwischen Offshore-Windkraftanlagen, die in besonderer Weise anfällig sind. Logischerweise. Inzwischen ist es gelungen, in die Rotorblätter von solchen Offshore-Windkraftanlagen Textilfasern einzubinden, die zu sensorischen Netzwerken verschaltet werden. Und wenn man dann kontrolliert, wie sich diese sensorischen Netzwerke verhalten, kann man frühzeitig Schadenstellen in diesen Rotorblättern feststellen. Das spart enorme Summen an Instandhaltungsaufwendungen. Und das ist ein schönes Beispiel. Also in der industriellen Gemeinschaftsforschung gibt es nicht nur einen Hauptbenefit, sondern sogleich mehrere. Erstens, Forschung wird gemeinsam betrieben. Zweitens, Netzwerkbildung wird gefördert und die KMU haben Gelegenheit, Partner im Innovationssystem kennenzulernen. Dritter Punkt, sie können durch enge Kooperation gerade mit den Hochschulen Nachwuchs identifizieren, der für ihre eigenen Zwecke nachher wunderbar rekrutierbar ist. Also wir haben in den letzten Jahren feststellen müssen, dass die Innovationsaktivitäten im Mittelstand rückläufig sind. Das ist aber eine globale Betrachtung. Wir können in unserem Netzwerk nur feststellen, dass der Innovationswille weiterhin ungebrochen ist. Wir haben sogar seit mehreren Jahren eine Antragsflut. Immer mehr Unternehmen, ja, über ihre Forschungsvereinigungen wollen innovativ sein, brauchen dazu allerdings ein wenig staatliche Unterstützung. Unglücklicherweise geht der Budgetaufwuchs mit dieser Antragsflut nicht einher. Das heißt, die Bewilligungsquote wird immer niedriger in unserem Netzwerk. Insofern haben wir eine ganz eindeutige, klare Forderung, eine Aufstockung der Budgets für die industrielle Gemeinschaftsforschung und das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand.